Na, hoffentlich schließt er den Zwinger recht gewissenhaft. Ich gehe keinen Schritt näher. Ich wusste, Sie sind ein Held, junger Mann. Ich bin ja auch bei der Polizei. So, meine Herren. Hey. Ruhig, Prinz! Meine Hunde sind ziemlich scharf, wissen Sie, aber wenn man sie kennt, ganz harmlos. Ja. Ja, was ist denn? Herr Schwarzenbeck, wir wollen Sie nur was fragen. Im Zusammenhang mit dem Juwelier Bleibtreu. Ist Ihnen der Fall bekannt? Ja, ich weiß nur, was in den Zeitungen stand. Übrigens kannte ich Herrn Bleibtreu. Ja, das wissen wir. Kannten Sie ihn gut? Das wäre übertrieben. Er hat mal vor 3 Jahren einen Hund bei mir gekauft, einen Schäferhundwelpen. Das war der Rex, nicht wahr? Ja, der Rex. Die Mörder haben ihn vergiftet, diese gemeinen Kerle. Wegen Rex kommen wir zu Ihnen, Herr Schwarzenbeck. Rex war sehr scharf und auch sehr laut. So sagten uns wenigstens die Hausbewohner. Ja, davon habe ich in der Zeitung gelesen. Tja, dann verstehen Sie ja wohl, warum wir zu Ihnen kommen. Nein, eigentlich nicht. Ach, wir zählen Sie zu den Personen, die Rex gut kannte, Herr Schwarzenbeck. Ach, jetzt verstehe ich. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Rex war kaum 8 Wochen alt, als er Bleibtreu ihn bei mir vor ungefähr 3 Jahren kaufte. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Den Käufer oder den Hund? Beide nicht.